Oh. Bist du wach genug für die LEC? Dann viel Spaß bei der Pre-Show. Boah, Eis, ey. Letzten Tage, ne? Ich habe quasi nichts anderes mit meinem Leben gemacht, außer TFT gespielt. Schlafen, Essen, Sport, Arbeit. Was ist das? Wenn TFT existiert, habe ich keinen anderen Lebensinhalt. Ja gut, das war natürlich jetzt so ein bisschen zu erwarten, ne? Gerade mit dem Anfangshype. Ich sag mal so, ne? Meine Augenringe auf Doom, die sind auf jeden Fall da. Ich habe auch die Nacht ein bisschen durchgesuchtet. Hat sehr viel Suchtpotenzial. Das ist so geil. Gerade für die Fans, die halt von Autochess jetzt so ganz begierig darauf gewartet haben, dass League Pong-Dong rauskommt. Na, ich war ja gar nicht so der Auto-Chess-Typ, also wirklich null. Mich hat das irgendwie nicht so richtig abgeholt, weil es halt dieses Dota-Universum war und ich mich da nicht so reinfuchsen wollte. Ich fand auch die Steuerung, also mich hat sehr viel gestört daran. Aber jetzt bei League, ich habe es wirklich eine Runde gespielt und dachte mir einfach nur, geil. Ich hatte witzigerweise halt genau das gleiche Gefühl, das ich halt bei Auto-Chess am Anfang hatte. Man denkt erst so in der ersten Runde, oh, das ist übel viel, was es gibt. So viele Klassen, so viele Kreaturen, so viele Passiven und so weiter, so viele Items. Ich glaube, die Items haben mich halt mit am meisten verwirrt. Ja, ja. Und ich muss aber sagen, so nach ein, zwei Runden war ich dann relativ schnell drin und habe verstanden, wie das Ganze funktioniert. Die Lernkurve ist schon relativ hart, aber es ist auch gar nicht so komplex in der Hinsicht, glaube ich, also um es zu verstehen. Ich glaube, am schwierigsten für mich war einfach so diese Geschwindigkeit, dass du so nur 20, 30 Sekunden Zeit hast, um so, okay, ich muss jetzt den umstellen, den verkaufen, den kann ich upgraden, muss ich noch XP kaufen und reroll ich nochmal. Und jetzt habe ich noch 50 Gold mit tot. Schade. Jo, vor allem auf dem BBI auch noch, ne, wo du halt dann nicht unbedingt die niedrigste Ping hast. Ja. Da ist das Ganze ja dann noch. Wobei ich finde, den merkt man gar nicht so sehr. Also, ich finde, das ist ein Spiel, was man auch easy mit High-Ping spielt. Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Aber du merkst halt trotzdem zum Schluss, wenn du noch denkst, oh, die letzten Figuren nochmal reinstellen oder rausstellen oder was auch immer, nochmal fix wechseln, Item machen. Oh, ja. Mist. 0,5 Sekunden Verzögerung gehabt. Was mir schon richtig häufig passiert ist, ist einfach beim Karussell, dass ich einfach aus Versehen auf den falschen Champion laufe. So. Ich so an den vorbei grinde und dann sich so ein Graves denkt, so, ja, dich nehme ich, zack. Wie findest du das Karussell als Mechanic? Also, es ist ja quasi dafür gedacht, dass halt diejenigen, die halt schon am meisten behind sind, die Möglichkeit haben, als erstes zu wählen und dadurch halt so ein bisschen das Ganze wieder ausbalancieren können. Bin ich nicht so der Fan von. Also, ich denke, dass sich die Strategie etablieren wird, dass du einfach am Anfang Damage kriegst, weil wenn du da zuerst wählen darfst, kriegst du halt viel bessere Items. Ja. Das kommt ja gar nicht auf die Champion. Zwei Fun-Wender. Zum Beispiel. Oder halt sowas wie ein Rageblade oder so. Also es gibt einfach gefühlt aktuell Items, die viel, viel stärker sind als alles andere. Und die Items sind auch generell, glaube ich, ein bisschen zu stark. Also du brauchst halt die richtigen Items, um deine Comp maximal ausspielen zu können. Und wenn du dann halt am Anfang 100 HP hast, weil, keine Ahnung, die Gegner halt alle bad sind, kannst du dir halt teilweise nicht deine Items zusammensuchen, die du willst. Also ich glaube wirklich, dass so eine Comeback-Mechanik, ja, aber irgendwas sollten die daran noch ändern. Weißt du, was richtig lustig war? Weißt du, was geht? Du kannst quasi, wenn diejenigen, die quasi dieses Item in dem Roulette genommen haben, können die versuchen, die anderen zu blocken, dass die halt nicht bei der hinlaufen können. Ja, das ist mir passiert. Ich wurde geblockt. Das ist mein Charakter vorbeigelaufen, den falschen Champ genommen. Das war komplett richtig gut. Nee, ja, ich hatte es ja auch mit einem, haben halt vier Leute halt die ganze Zeit den einen geblockt und haben ihn nicht durchgelassen. Und du kriegst ja, wenn du nichts wählst, kriegst du halt irgendwas random zugeschmissen. Ja, ich glaube, ja, das geht dann danach, was der höchste Value ist oder so. Du aktuell sogar diesen Bug, wenn du einen Champion dir nimmst, der quasi zu einem Upgrade führt, kriegst du kein Item. Also sag mal, du hast zwei Aris und da ist ein Ari mit BF. Und du nimmst die Ari im Karussell mit BF, dann ist BF einmal weg. Ja, das ist natürlich auch ziemlich lecker. Ja, Items sind ja nicht so stark in dem Spiel, ne? Ah, das ist ja vor allen Dingen, wenn du Assassin spielst, so Double BF Swords und direkt mal klingender Unendlichkeit, da hast du Spaß mit. Das ist sehr lecker. Ich habe jetzt aber übrigens die OP-Kombo schlecht hingefunden. Also wirklich, damit werde ich eigentlich alles und jeden zerstören. Okay. Und die ist jetzt ein bisschen, die ist fancy. Und du musst halt, du kannst nicht, sag ich mal, es gibt ja so Kombos, so wie, keine Ahnung, Noble oder so, oder Vayne, Protect the Vayne, da kannst du von Runde 1 dran drauf hinarbeiten. Bei dem ist es ein bisschen schwieriger, aber wenn du quasi late Richtung Dragon, Sorcerer und Shapeshifter gehen kannst, also quasi Aurelion, Shyvana, Nah. Shyvana ist ja dann quasi unkillable, ne? Das ist komplett lächerlich. Das ist komplett lächerlich. Also wirklich, das hat auch Afostle super viel gespielt. Ich habe das quasi so aus Versehen gespielt. Ich habe einfach irgendeine Comp gemacht, hat nicht funktioniert. Dann habe ich einfach irgendwie irgendwas irgendwie zusammengebastelt. Am Ende hatte ich das, habe gewonnen, habe Afostle gesagt, so, ey, das war voll gut. Und er so, ja, spiele ich jede Runde. Okay, witzigerweise, also, ich muss sagen, ich habe das auch schon probiert, in die Runde zu spielen. Also dieses Source Shapeshifter und dann kannst du ja irgendwann den Dragon mit dazu nehmen. Es gibt ja bloß zwei Dragons mit Shyvana und mit Aurelion. Ich hatte aber das ganz große Problem, dass du halt im Early halt mit den Source Sorcerers halt richtig Probleme. Ja, ja, ja. Im Early solltest du eher auf Wild gehen. Also ja, im Early gehst du für Nidalee quasi. Nidalee nah Early zu haben wäre zum Beispiel mega nice. Und dann hast du quasi einen Wild-Bonus, aber gehst schon in Richtung Shapeshifter. Also wenn du quasi so Nidalee nah hast und dann später eine Shyvana mit Aurelion dazu packen kannst. Aurelion ist halt einfach broken. Also das ist was ja, vor allem mit Sorcerer-Bonus, wenn er nochmal extra Schaden bekommt. Ultimate. Ich muss sagen, das, was mich bisher am meisten angemacht hat, war halt nicht so eine Burst-Kombo. Also Assassins brauchen wir nicht drüber reden, war zum Anfang
disgusting. Ja, das ist voll das ist weißt du, die erste Runde, die ich gespielt habe, da habe ich das, dieses Itemization-Prinzip noch gar nicht verstanden. Habe so einen BF-Sword auf dem Brand, denke so, ja, hier gebe ich ihm noch einen Funbender mit dazu. Auf einmal kriegst du ja einen Jomus und er wird zum Assassin. Und das Witzige ist, wenn du eine 6er Assassin-Kombo hast, der erstmal komplett stumpf, weil du ja von 150% auf 350% extra Damage kommst und die Brand Ultimate crittet. Die geht dann halt einfach, wenn der Assassin ist, macht das so klung, 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 klung. Das ist dann einfach, bis mir die ganzen Gegner umfallen. Alter. Puh. Richtig stupid. Ja, aber generell das Gefühl, es gibt halt ein paar Boni, die einfach ultra strong sind. So zum Beispiel 6er Assassin, 6er Noble, sowas. Und dann gibt es Sachen, die sind so. Nur okay. Also, da muss schon, glaube ich. Aber es gibt Sachen, die sind giga bad. Ja. Pirates. Ja, Pirates. Ich habe das einmal gespielt. Ich habe so wirklich ein bisschen das Kotzen bekommen. Also, es war nicht schön. Problem ist auch, Yordles sind aktuell auch mega useless. Weil, nicht weil der Bonus bad ist, aber einfach Lulu, Vega und Tristana verbuggt sind. Das ist ein bisschen schwierig. Sind sie verbuggt? Naja, Lulu ultet ist halt, ne? Ultet einfach häufig nicht. Oder ultet und ist einfach ins Nichts. Ich gar nicht und Vega und Tristana sind die beiden Champions, die am häufigsten einfach rumstehen und gar nichts machen. Also quasi wie als ADC das aber heißt, ich finde auch die Kombo von denen nicht so geil, weil du hast ja super viele verschiedene Yordles, aber das, also die Boni von denen harmonieren dann. Ja, zwar den Yordle-Bonus, also 50% Dodge ist schon hart, das ist schon ziemlich nice, wenn gerade so eine Poppy oder so noch hat. Aber ja, also Yordle ist mehr so Gimmick. Wie findest du Poppy? Poppy finde ich so mit einer der useless Champions, die es bisher gab. Na, ist nicht so geil, nee. Aber was ich geil finde, ist, was ich jetzt auch viel gespielt habe, ist halt 6er Noble. Also wenn du das hinkriegst. Ich muss sagen, also 6er Noble, ja, klingt auch ganz interessant. Das, was ich jetzt immer gemacht habe, wo du auch ziemlich easy immer hinkommst, ist halt Glacial Elementalist. Du hast auch eine Kombo, die halt übel viel Counter hat gefühlt, weil dieser Golem halt einfach dumm ist. Ich habe tatsächlich irgendwie, ich habe mir ein paar Games vorgenommen, dass ich Elementalist spielen will. Ich habe irgendwie Probleme, auf Elementalist zu kommen, weil ich immer nicht die Champions kriege. Das ist richtig belastend. Okay, also ich finde so, wenn du 2 im Early hast, so, dann kannst du erstmal ein bisschen wählen, kannst machen, was du willst. So, Hauptsache, du kriegst ja halt noch einen T2-Unit. Aber wen gehst du dann im Early? Naja, Braum nimmst du mit und Lissandra. Braum? Klar. Ach, für Glacial, okay. Glacial, ja. Ach, Elementalist meinst du? Ja, ja. Entschuldigung, also haben wir so kennen oder so geredet. Ja. Der Elementalist kriegst du ja auch Lissandra im Early. Ich hätte jetzt irgendwie die letzten 2 Runden immer Glück, dass ich Anivia bekommen habe. Die ist ja Glacial und Elementalist. So, ist halt, aber Anivia ist auch Elementalist? Ja, das ist halt GG. Canon. Hört die ein Ei? Nö, die hat immer, die setzt ihre Ultimate irgendwo hin. Die hält, lass mich lügen, 5-6 Sekunden oder so. Oder wenn der Gegner halt keine Kreatur mehr da hat. Ist halt genauso, wie du es halt kennst. Ne? Die Gegner ticken halt ganz langsam runter. Und wer ist denn noch Elementalist gewesen? Brand, genau. Brand kriege ich übelst oft, weil gefühlt spielt Brand keiner. Brand ist echt mega strong. Der kann halt. Brand ist Sorcerer? Brand ist. Ist das Sorcerer? Ich überlege gerade nicht. Der ist Elementalist Demon oder irgendwie sowas? Demon. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher. Was ich jetzt gelesen habe, ne, weil wir gerade bei dem Thema sind. Gestern hat Riot so eine AMA gemacht. Und, also nicht gestern, aber. Die haben quasi die Frage dann beantwortet: so, ja, was mit Skins? Ne? Skins wären ja schon ziemlich geil. Also vor allem, wenn die so upgraden. Hast du auf dem PBE geguckt mit den ganzen Eiern und so weiter, ein bisschen rumgespielt mit den Skins? Mit dem was? Ah, du hast dich nicht ausprobiert, ne? Du hast ja noch ein RP auf dem. Ach so, doch, ich habe Little Legend Level 3, klar. Ah, okay. Wollte schon nee, sagen. Nee, aber was ich meine ist, die haben auf die Frage geantwortet, so, hä, was mit Skins? Also, dass jetzt die quasi die klassischen Skins einfach, wenn jemand upgraded reinbringen wollen sie nicht machen. Aber was sie machen wollen, oder wo sie überlegen ist, und das finde ich mega geil, ist, dass es in Zukunft auch Origins und Classes geben wird, die auf Skins basieren. Also ich von Anfang dass an du dann, nee, dass du dann quasi so Star Guardian Origin hast oder Battle Cards. Ah, und also quasi alle, die du nimmst, dass das die halt also Star Guardian-mäßig aussehen. Ja, genau. Das aber cool, dass es dann auch quasi verschiedene Versionen gibt zum Beispiel. Also dass du dann zum Beispiel auch eine Jinx normal, aber auch eine Star Guardian Jinx haben kannst. Und dass dann eine Star Guardian Jinx was ganz anderes macht zum Beispiel, die Synergien halt ganz anders sind. Also das stelle ich mir schon ziemlich geil vor. So, keine Ahnung, bei Star Guardian kommt halt so ein fetter Komet mit jedem Autotech oder so. Aber das ist halt krass, weil die Diepe vom Spiel wird dann halt nochmal insane viel größer. Ja, aber dadurch halt auch. Aber also ich glaube, es wäre langweilig, wenn jetzt einfach forever die Origins und Classes gleich bleiben würden, oder? Nö, da kommt ja auch noch hier und da was dazu. Also ich wie ist das denn bei Auto-Chess? Also ja, da haben die halt hier und da haben halt einfach neue Champions quasi noch nachgepatcht, auch neue Klassen, die mit dazu kamen. Auch neue Klassen. Ja, ja, auch neue Klassen, die mit dazu kamen. So ganz oft, da sind wir ja beim Thema Balancing, waren es dann halt so Klassen, die halt entweder nochmal für sich geschlossen extra waren oder halt sowas wie Ninjas jetzt zum Beispiel bei TFT, wo du halt einfach schon so einen Ein-Mann-Bonus dazu bekommst, ne? Oder halt irgendwelche 2 Effekte oder ja, halt was halt alleine nochmal mit anderen harmoniert. Es gab zum Beispiel so eine Götterklasse, wo gesagt wurde, wenn du nur die Götterklasse hast, wird von allen anderen der Cooldown reduziert, aber sobald du halt irgendeine andere Klasse dazu bekommst, die halt nicht dieser Götterkarte entspricht, also eine andere Rasse war das, glaube ich, dann verlierst du diesen Bonus wieder, wo du halt dann halt ganz tricky neue Kombos halt durchmachst. Aber ist ja im Prinzip genauso quasi. Aber ich stell dir das mal vor, du hast halt unendliche Möglichkeiten. Star Guardian, Battlecast, Darkstar, High Noon, da kann man so viel geilen Shit mitmachen. Also ich freue mich wirklich darauf, was Riot da noch plant. Aber die haben jetzt auch schon angekündigt, es wird wahrscheinlich nicht direkt mit dem Patch kommen.
Naja, gut, okay. Das ist ja auch gut so, lass die erstmal, lass die Gemach starten, erstmal einen Stresstest machen, auch erstmal gucken. Na, du musst ja auch bedenken, wenn jetzt nochmal mehr Spieler mehr Informationen liefern, wenn es halt auf dem Originalserver halt erscheinen wird, dann werden die halt auch nochmal ganz schnell sehen, wo sind vielleicht Balancing-Schwächen noch, wo müssen sie da erstmal halt noch ein bisschen drehen. Ich meine, man sieht es ja aktuell, es ist ja schon noch so, es macht übel Bock. Aber es gibt halt noch sehr, sehr viele Bugs und es sind sehr viele Sachen unbalanced, ne? Also, stell dir vor, es wäre direkt so mit Ranked rausgekommen. Hätte einfach alle Draven abused und dann wäre Feierabend. Alter, Draven, wenn ich das schon höre, da kriege ich gerade, da kriege ich schon ein bisschen Plack auf den Zähnen, muss ich sagen. Ich hatte eine Runde, wo der Gegner Draven Stufe 2 hatte mit Blutdürster und mit Gunblade. So, was passiert? Ich habe Bachelor gespielt, ne? Bei ihm war halt alles durchgestanden, alles schon tot. Ich habe noch 4 Kreaturen gehabt. Draven war halt einfach 8 Sekunden lang durch sie Seed, ne? War schon auf 10% runter, kann einen Auto-Tech machen, bumm, einen One-Shot, er wieder full life. Und ich denke so, alles klar, ist ja auf jeden Fall balanced. Draven ist super. Alter, nee. Einfach nur schön. Es war das Stimmste, was ich je gesehen habe, aber wurde ja glücklicherweise jetzt genervt, ne? Ja, ja, aber ist immer noch strong. Aber generell so, einfach 2-3 Items auf einen Hypercarry zu pumpen, ist schon auch auf Vayne so. Double Rageblade ist jetzt genervt worden, aber Double Rageblade war, das war schon ziemlich lecker. Ach, ich bin noch nicht so sicher, was die Items angeht, muss ich sagen. Ich finde halt diese extra Klassen-Items, also dass du da jemanden halt so Glacial machen kannst oder dass du Assassin machen kannst, finde ich halt schon ziemlich strong. Aber du verlierst halt dadurch natürlich ein ganzes Item. Ja, wollte gerade sagen, weil das ist halt schon so, wie gesagt, so ein ADC mit Rageblade zu haben oder halt ein BT oder Gunblade oder so oder halt ein Aurelion mit Rabadons, das ist halt so OP. Aber dann denke ich halt wieder so ein Brand Assassin oder du hast halt einfach noch eine Leona, die du meinetwegen zu Glacial machen kannst, wo du halt einfach einen anderen Glacial weniger brauchst und dafür noch einen Yasuo reinpacken könntest. Ich glaube, situativ macht es Sinn, aber wie wahrscheinlich ist es, dass du zu dem Zeitpunkt, wo du weißt, dass du 6er Assassins hast, auch noch einen Spaten und einen BF kriegst? Weißt du, was ich meine? Ja. Also du müsstest die Items halt super lange saven. Aber das habe ich jetzt auch angefangen zu machen, zumindest in den ersten Runden, dass ich mir einfach die Items save. Weil, wie gesagt, wenn man die ersten Runden ein paar Damage kriegt, ist eh nicht schlimm, weil du ja dann deine Items wählen kannst. Oder ist ja auch noch weniger Damage. Ja, also manche machen halt so richtig, die haben keine Ahnung, so einen Garen, wo die dann einfach 5 Items raufpumpen, damit die halt am Anfang nicht verlieren. So, denke ich mir, ja gut. Der Garen wird später nichts mehr machen. Was auch richtig lustig ist, ich hatte heute ein Battle, wo halt auch Runde 3 oder sowas, ne, war bloß noch 1v1 Wayne gegen was habe ich, muss ich da ran? Gegen Warwick? Ich glaube, ein Warwick war das. So, und das war halt so ein super lahmes Duell, weil beide hatten halt Life Leech, ne, es geht halt super lange. Mhm. Und dann haben wir halt angefangen, in dem Moment, wo die aber 1v1 gemacht haben, noch unsere ganzen Items und die Charaktere so reinzupumpen, das 1v1 nochmal durchzubuffern. Er hatte leider eine Kettenweste. Feels bad. Hast du schon so ein Unentschieden mal gehabt? Ja. Aber das Unentschieden ist ja quasi, dass halt alle überlebenden Kreaturen dann halt nochmal Schaden reinballern. Das ist richtig belastend, wenn einfach so wenig Damage da ist. So gegen so Kassadin oder so, der einfach nur Shield. Kassadin ist aber auch einer der schwächsten Units gefühlt. Ja, am Anfang ist der strong, aber der wird halt später super bad. Also der wird sauschnell sogar ziemlich bad. Also Midgame ist das schon nicht schlecht, finde ich. Ja. So bei, wenn so 4-5 Units nur drauf sind, der du Early Level 2 Kassadin hast, das ist schon geil. Aber später ist der scheiße, Ich war, als ich die erste Runde gespielt habe, war ich immer ein bisschen verwirrt, weil ich die ganze Zeit so ein Piepen auf dem Ohr mal hatte, mal dieses ich halt immer rausgefunden habe. Aber der scheiß Pinguin. Jo, das war halt mit den Pinguinen halt, also das war allgemein mit den Charakteren, die man hat ja halt diese Steuerung 3, wo man die Animation spammen kann. Ich habe von Creparian geguckt und er hat wirklich eine halbe Stunde versucht, diese Scheiße zu muten, hat einfach alle Einstellungen durchgemacht, den Chat gefragt und so. Das war richtig lustig. Vor allem, du kannst ja auch noch pingen und so, ne? Und du kannst die Pings halt nicht muten, weil du hast ja keine Tab-Funktion quasi. Doch, Pings kannst du, also du kannst quasi nur Ping-Sounds generell muten, das geht. Achso, okay. Aber es ist halt dann mau, wenn du halt, also wenn es später auf dem Live-Client ist, musst du halt Kings of the Ranked muten, also nicht so. Naja. Aber ich freue mich schon darauf, wenn es richtig rauskommt, vor allem wenn Ranked rauskommt. Das wird also halt mega geil. Das wird vor allem, ich finde, das ist einfach eine attraktive Variante, die man halt zu League of Legends wählen kann und die halt, finde ich, dadurch auch ein bisschen besser als Auto-Chess ist, weil du halt mehr Schaden im Spiel hast. Also bei Auto-Chess hast du das Gefühl gehabt, okay, du startest halt, du weißt schon, okay, ich habe halt einfach einen Kack-Startplatz, sowas wird Ewigkeiten dauern. Und du siehst halt über 40 Runden, wie du halt jede Runde langsam verlierst und dann versuchst du halt krampfhaft noch so einen vierten Platz zu erreichen und hast halt eine Stunde verloren. Ja, okay. So lange dauert das? Also naja, vielleicht nicht ganze Stunde, aber so 40 Minuten dauert eine Auto-Chess-Runde dann schon mal. Auch wenn du nicht gewinnst? Ja. Okay, krass. Das finde ich zum Beispiel bei TFT halt viel eleganter gelöst. So, du hast halt ein schnelleres Gameplay, du hast halt viel mehr Schaden. So, wenn du eine Runde verlierst, dann richtig. Also teilweise hatte ich Runden, die halt einfach weggemacht wurden und 24 Damage kassiert habe und mir dachte, Muss halt für so eine Comp gehen, wo du maximalen Damage anrichtest. Weil das richtet sich ja irgendwie nach dem, also du kriegst immer 2 Damage und dann basierend auf der Seltenheit der Heroes und dem Sterne-Level. Also wenn du quasi so 5 Legendary Units auf 3 hast, dann kriegst du einfach, was ist das, 40 Schaden oder so? Da kommt einiges zusammen. Ich habe auch diese Tabelle gesehen, die auf Twitter gepostet wurde. Die war halt, das war jetzt schon einiges, was da durchkommen kann. Ne? Da muss man mal ein bisschen aufpassen. Keine Ahnung, es macht einfach Bock. Also ich habe halt gerade wirklich so
dieses Bedürfnis, einfach den ganzen Tag zu spielen. Es ist wirklich schon lange nicht mehr so gewesen, dass ich ein Spiel habe, wo ich mir denke, ich will einfach nichts anderes machen. Mhm. Also ich will einfach nichts anderes machen, außer TFT spielen. Es ist halt so Hyping, es ist halt was Neues. Du hast ja gesagt, du hast kein Auto-Chess vorher gespielt. Ja, dementsprechend ist es ja für dich nochmal so ein neues System, das du jetzt erst kennenlernst. Oh, das ist halt, also mir macht es auch megamäßig viel Spaß. Ich bin mal gespannt, wie lange das tatsächlich anhält. Aber ich glaube, wenn sie wirklich dann regelmäßig die Champions rotieren und neue Klassen reinbringen und so, dann kann das echt spannend bleiben. Aber das ist ja auch einfach was Riot kann. So ein Spiel competitive machen und halt gut die Playerbase quasi dabei halten, das ist halt, was sie richtig gut können. Das war auch der Grund, warum ich mich halt darauf gefreut habe, dass sie eben so ein Prinzip, dass sie halt so ein Chess quasi rausbringen. Ja, bin ich voll bei dir. Aber also, was glaubst du, wäre denn so ein guter Rhythmus, um Champions zu durchrotieren? So alle paar Monate oder vielleicht alle zwei Wochen ein Champion neu rein? Oder? Ich glaube, alle zwei Wochen wäre ein bisschen zu heftig. Auch wenn es ein Champion? Also gerade, ich würde im Early, habe ich ja vorhin schon gesagt, würde ich ein bisschen low machen, aber würde ich halt nicht ganz so viel Gas geben, dass man erstmal gucken kann, wie viele Rankeds. Vor allem, im Prinzip hast du ja jetzt, ich meine, wir haben ja wirklich sehr viel gespielt oder ich habe zumindest sehr viel gespielt, aber im Prinzip können ja die wenigsten Leute gerade auf dem PBE spielen. Ja. Das heißt, wenn es rauskommt, wird es ja für viele nochmal ein neues Erlebnis sein und dann wird es noch ein paar Wochen dauern. Also. Ich glaube, die wollen ein oder zwei Wochen direkt danach Ranked rausbringen, ne? Ja, weil ich glaube schon. Gerade bei Ranked würde ich erstmal mir wünschen, dass halt mehr Wert aufs System gelegt wird, weil ich habe schon so ein paar Ideen gelesen gehabt, dass man bis Gold zum Beispiel halt mit Premates gut durchgehen kann. Jungs, Schemseleck fängt an. Komm mit. Alter. Los, kommt. Schemseleck, Leute. Na gut. Wir sehen uns. Auf eine Q. Eine Runde TFT noch gleich, oder?